Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Art Journal featuring Viva Decor. In dieser Serie stelle ich euch verschiedene Viva Decor Produkte vor. Die sind alle selber gekauft, alle eigenständig bezahlt. Also nicht, dass ihr denkt, dass ich die gestellt gekriegt habe und deswegen die jetzt nur vorstelle oder die für gut heiße. Nein, ich möchte einfach verschiedene Dinge vorstellen. Manche Dinge habe ich selber auch noch nicht getestet und teste sie jetzt mit euch sozusagen zusammen mal ja, live. Nicht live, aber sozusagen so direkt die Reaktion von mir. Ich habe schon verschiedene Videos dazu gemacht. Ihr könnt natürlich mal schauen, was euch davon vielleicht noch interessiert. Und wenn ihr noch Anregungen habt, welche Produkte ich von Viva Decor noch testen könnte, schreibt mir das in die Kommentare und ich werde schauen, was sich machen lässt. So, heute stelle ich euch die Strukturpaste vor. Die habe ich selber noch nicht getestet. Ich habe die einmal in dieser Farbe. Das ist ein Grün mit Silberglitzer. Dann habe ich hier einmal ein Türkis mit Silberglitzer und ein Lila mit Silberglitzer. Also man sieht schon, ist schon arg glitzerig das Ganze. Ich werde jetzt einmal vorlesen, was Viva Decor dazu sagt. Feinkörnige Paste für Struktureffekte auf Flächen und Dekorobjekten. Ist auf Wasserbasis. So, jetzt werde ich immer wieder aufpulen und euch vorlesen. Alle Farben sind untereinander mischbar. Vor Gebrauch gut aufrühren. Strukturpaste kann gespachtelt, getupft, gestrichen oder schabloniert werden. Durch Modellierwerkzeuge, zum Beispiel Modellierpinsel oder Spachtel, können verschiedene Muster in die aufgetragene Strukturpaste eingearbeitet werden. Okay. Da ich die ja selber noch nicht kenne, zeige ich euch jetzt einmal die Struktur. Ich werde jetzt mal eine aufmachen. Okay, riecht wie Acrylfarbe mit Kleber. So sieht das Ganze aus. Aha, okay. Also es ist so eine steinige Masse mit Glitzer und relativ dick. Ne? Ihr seht das, relativ dick. So, das Papier ist wieder vorbereitet. Jetzt werde ich als allererstes hier unten das flächig mit einem Spachtel auftragen. Also das ist erstmal die aufgespachtelte Variante. Jetzt geht das Ganze natürlich auch so, dass man es erstmal aufspachtelt und dann eintupft. Meist ergibt das einen anderen Effekt. So, wie gesagt, das ist jetzt erstmal dasselbe wie hier unten. Und jetzt nehme ich meinen Schwamm. Ich habe den ein bisschen angefeuchtet, dann klebt das meist nicht so. Und drücke da so eine Struktur rein. Ja, wie schon gedacht, das hebt sich jetzt ganz anders ab. Wirkt fast wie einfach nur Glitzer aufgetragen, ne? Und hier unten, da wirkt das glänzender. Also das ist, hier wirkt es glitzeriger und hier ist es glänzender. Weiß nicht, könnt ihr den Unterschied sehen? Ist jetzt in der Kamera wirklich schwierig. Das hat halt eher so eine einheitliche Fläche und das ist richtig, ja, strukturiert. Ja, es ist immer bei diesen Sachen schwierig, das dann auch so aufs Video zu kriegen, wie es dann wirklich ist. Ich versuche es dann nochmal zu erklären. Und jetzt nochmal hier einmal der Vergleich, damit man sieht, wie deckend das ist. Das ist der Untergrund und so stark hat das jetzt gedeckt. So, habe ich gedacht, schablonieren wir hier mal so Muster.
Das sieht bestimmt genial aus. Ich klebe das jetzt erstmal wieder fest. Schablonen auch immer sofort ablösen, nicht warten, bis es getrocknet ist oder so. So das habe ich auch schon mal in Videos gehört, aber dann reißt man meistens das komplette Schablonierte wieder mit ab. Also das wird dann nicht so schön sauber. Natürlich beim Abreißen aufpassen, dass man nirgendwo reinkommt, aber das macht eigentlich keine Probleme. So, ich nehme die Schablone ab und ihr seht, was das für einen tollen Effekt gibt. Ich zeige euch das einmal von nah. Ich werde jetzt auch hier die mittlere Linie abziehen. So, ihr seht, was das für einen tollen Effekt gibt. Das ist schon sehr erhaben. Also man sieht, da ist auch schon richtig Struktur drin. Ich hoffe, er fokussiert. Ja. Seht, das ist glänzend, es glitzert, es ist, ja, es ist drauf wirklich. Sieht man es vielleicht ein bisschen. Es ist super einfach und super schön und das als Kartenaufleger oder auch als Hintergrund bei einer Karte oder einem Mini-Album. Es ist wirklich ein Hingucker, sieht klasse aus. Auch diese hier kann man dann super als Kartenaufleger benutzen. So, ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick davon ja, kriegen, wie man diese Strukturpasten benutzen kann. Und wenn ihr Lust auf weitere Videos zu Viva Decor habt, dann schaut doch mal in meinen Videos nach. Da werdet ihr noch einige finden von dieser Reihe. Und wenn ihr ein Produkt habt, was ihr unbedingt mal sehen wollt, wo ihr sagt, das muss sie unbedingt testen und das möchte ich mal anschauen, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ich würde mich super auch über einen Feedback freuen. Und ja, hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Art Journal featuring Viva Decor.